ihr Lieben, ich bin Caroline Meyer und in diesem Video erfahrt ihr ein paar Tipps zum Rückenschwimmen. Tipp Nummer 1, beim Rückenschwimmen liegen wir auf dem Rücken, das heißt unsere Atmung ist die ganze Zeit frei, wir müssen nicht unter Wasser, unser Kopf guckt dann immer an die Decke. Tipp Nummer 2, genauso wie beim Krausschwimmen rotieren wir ein bisschen den Körper, das heißt auch beim Rückenschwimmen haben wir eine Körperlängsachsenrotation, schaut einfach immer, dass die Schultern ein bisschen mitgehen und aus dem Wasser schauen. Tipp Nummer 3, beim Rückenschwimmen achtet darauf, dass die Hüfte an die Wasseroberfläche kommt und ihr nicht so im Wasser sitzt. Einfach Hüfte nach oben, auch hier einen alternierenden Beinschlag, natürlich in Rückenlage, ist ähnlich wie beim Krausschwimmen. Das waren meine 3 Tipps für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben. Tschüss!